Einen wunderschönen guten Tag, meine Füchse. Heute gibt's wieder Trash-TV und Jamba Abzockerfallen. Heute gibt's ganz viel Sachen, die ineinander verwandt sind, wie die Schwester aus dem Saarland und die Oma und der Opa und Pixel. Hallo, Pixel. Hallo. Wie geht es dir? Soweit ganz okay. Ganz okay geht's dir. Das hört man sehr gern. Wir haben heute ein größeres Brett vorzubohren, weil ich musste ein bisschen mehr recherchieren und nachgucken, dass ich nicht wieder sinnlose Scheiße eigentlich, egal ob ich Scheiße erzähle. Es interessiert ja sowieso keinen aus dem Internet. Aber ich habe, ein schlauer Fuchs hat mir geschrieben gehabt und wollte auf Discord zu uns joinen. Und da waren die ganzen Kacklinks abgelaufen. Irgendwie habe ich da was außer durcheinander gebracht. Und ja, ich habe wieder alles erneuert, auch auf dem YouTube-Banner. Könnt da draufklicken, kommt da auch zu TikTok, kommt ja auch zu Twitch, wo ich am Wochenende öfter mal streame. Und auf unseren Discord-Kanal. Aber dadurch, dass ich gefühlte 8-9 Monate Schundluder mit dem Link getrieben habe, ist da nichts los. Also ist nichts, kommt auf Discord und schreibt da jeden Tag Scheiße rein. Und wenn da keiner schreibt, schreibt trotzdem Scheiße rein. Dass der Discord belebt wird und ich guck da mal rein. Oder nee, Pixel, du bist ja der offizielle Discord Community Manager, habe ich jetzt beschlossen. Schreib mit Pixel dann. So. Alles abgewendet. Perfekt. Wollen wir das starten? Let's go. Gut, wir gucken uns jetzt, es war ja Valentinstag. Hast du irgendwas Schönes bekommen? Ja. Von mir selber Gummibärchen. Eine Abmahnung. Hab ich schon mir selber geschickt wegen hässlich. Kann man sich selber abmahnen? Ja, klar. Alter, geil. Stell dir mal vor, so ein Rechtsstreit gegen dich selber. Dann nimmst du zwei Anwälte und, Alter, wie behindert wären das? Okay, wir brauchen ganz viel Geld, das müssen wir testen. Warte, ich feiern. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal hier Valentinstag hier, was man als Mann macht und was man als Frau schenkt. So, ganz schnell hier rein damit. Komm. Ich hab's gefühlt. So, sie schenkt ihm ein iPhone oder irgend so einen Scheiß und er pisst einfach in Schnee. So, ist das nicht schön? Und hier sogar so noch ein Herr. Oh, warum ist denn die so angeekelt davon? Hä? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, oder? Warum schenkt sie ein Handy? Es ist ja, Valentinstag. War das ein iPhone? Weil das heißt ja, ich hasse dich. Es sieht nach einem Apple-Logo aus, oder? Ja, das ist ein Apfel. Scheiße. Sag mir, dass du behindert bist, ohne mir zu sagen, dass du behindert bist. Hier gibt's ein iPhone. Ey, wusstest du, dass Apple wieder Leute abzockt? Jetzt ganz neu, Leute. Also bitte, jetzt müsst ihr euch mittlerweile, wirklich, ihr müsst euch von diesen Scheiß trennen. Von allen dreckigen Apple-Scheiß-Dreck-Apple-Geräten. Weil in der EU gibt es dann ein Gesetz, dass man halt diese Typ-C-Anschlüsse dann verwenden muss in seinen Geräten. Also dieser Stecker da, egal wie rum man ihn reinsteckt, in den Arsch, in den Mund, er passt immer und er schmeckt genauso wie vorne wie hinten. Also was bei Android und so Standard ist. Und die EU hat gesagt, hey, ihr müsst jetzt aber das dann auch anbieten, dass ihr nicht euren Scheißanschluss jedes Mal hier, weißt du, wegen Umwelt und schon und Arschlecken und interessiert sowieso keinen. Aber das haben die beschlossen. Das Problem ist, Apple sagt, okay, machen wir, aber du hast ja da auf den USB, sagen wir mal, da läuft so ein Protokoll, dass das dann funktioniert für alle Geräte. Aber die EU hat dieses Protokoll, also sagen wir mal dieses Textdokument, nicht verpflichtend gemacht. Das heißt, Apple kann sagen, unsere Kabel gehen da an unseren scheiß Smartphones und Co. Bam, bam. Deswegen müsst ihr trotzdem überteuerte Apple-Kabel kaufen. Also der Sinn, was die EU eigentlich hat, dass jeder den gleichen Stecker hat, wird damit außer Kraft gesetzt, weil die natürlich ein anderes Protokoll drauflaufen. Ja, genau. Stellt euch vor, ihr habt einen USB-Stick, der geht überall dran, aber Apple, wenn ihr es dann an so ein Gerät ansteckt, habt ihr einen USB-Stick, da muss ein gewisses Protokoll drauf sein. Und das habt ihr dann nicht auf den normalen. So, ganz kurz dumm erklärt, so dass es jeder nachvollziehen kann. Werft diese Scheißgeräte einfach in den Müll, Leute. Es tut mir leid. Und wisst ihr, was auch noch kommt? Akkus. Akkus für alle. Akku austauschen. Jamba, Zocker, Nokia-Handy, Abos. Nee, Nokia wie war früher? Kein Abzocker. Ja, ist auch verpflichtend geworden dann. Kommt in, keine Ahnung, 1-2 Jahren wird das dann richtig ausgerollt. Ich habe jetzt das Datum nicht, schreibt selber drunter, recherchiert selber nach. Da wisst ihr schon mal, was auf uns zukommt. Ist geil. Dann wisst ihr, dass das geile Gefühl ist, wenn ihr dein Handy runterfällt, zerfliegt es wieder komplett.
mit Akku. Das finde ich, das fand ich immer geil. Bam, in alle Ecken, dann ins Klo gefallen. Bam, Akku ist noch rausgefallen. Geil, Akku gerettet. Oder es ist verschraubt. Also, dass du dann selbst die schraubende Messe. Also, dass du hinten eine Blende hast, die du aufschrauben kannst. Aber ich glaub, das musst du einfach so klickbar machen. Das ist alles. Die werden dann schon so Bauteile machen, dass die abplatzen, wenn die runterfallen. Die Handys werden einfach. Die Handys werden einfach so dick wieder wie früher. Ja, irgendwas wird schon kommen. Aber es ist ja eigentlich irrelevant, weil du hast ja eh immer eine Schutzhülle unten drunter. Ja. Jeder kauft, will ein schönes Handy haben, guck mal, das sieht schick aus und macht sich eine scheiß Hülle drunter. Was stimmt mit euch Leuten nicht? Da muss ich sagen, die Klappphones sind geil. Also, so. Scheiß, genug gelabert. Jetzt wisst ihr, ich wollte nochmal Apple ranten, aber zurecht. Zurecht. So, na, was war, ist denn hier passiert? Die militante Veganerin, die war bei DSDS, hast du es mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber. Ja, wir müssen uns das jetzt komplett einmal. Ja, wir müssen uns das jetzt komplett einmal anschauen, das TikTok, und ich hab's noch auf YouTube. Es kann sein, dass YouTube uns das rausclaimt. Deswegen wäre es blöd, wenn wir zwischendurch da immer reden und dann wird's gar kein Kontext. Deswegen lasse ich die Minute jetzt hier einmal laufen, dann reden wir Scheiße drüber, dann gucken wir uns das nächste Video von RTL an. Weil mit RTL hatte ich bis jetzt wenig bis keine Probleme gehabt. Nur mit Pro7 habe ich immer Probleme mit Claiming. Ich mal schauen. Also, wir hören mal rein. Ansonsten wird Pixel euch das selber vorsingen. So, komm. Kammer ist noch ein Platz für dich frei, unser Festmahl auf dem Mörderzelle. Schmeckt frisch nach deinem Todesstein. Ich hoffe, sie kürzen deinen Schwanz mit einer stumpfen Klinge. Die letzte Strophe von dem Lied wäre gewesen, ja, okay. Ich hoffe, wir retten alle die Tiere zusammen. Ihr könnt ab jetzt, jeder einzelne von euch, vegan leben. Es gibt keine Rechtfertigung, das nicht zu tun. Zwei Schnitzel. Hättest du die Tiere auch selbst ermordet, wenn sie hier gewesen wären? Wenn man wissen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wenn man so fanatisch ist. Guck mal, so ein Baum wächst 100 Jahre. Dann wird die abgeholzt, ja, und aus dem Holz wird dann vielleicht ein Plakat von den Amigos. Das ist so eine Scheiße gelaufen. Ja. Das Holz hätte auch vielleicht lieber gedacht, ich wäre jetzt ein toller Schrank geworden. Ja, so. Da war sie und hat gesungen. Also singen kann sie irgendwie nicht, oder? Kann sie singen? Aber gut, wenn du die Leute da siehst hier im Hintergrund, wer das alles ist, komm hier, wir gucken mal rein. Warte, wir gucken mal rein. Das ist der Pedro. Okay, der kann vielleicht singen. Da ist diese Katja. Ist da und dann noch so irgendeine. Keine Ahnung. Was sind das für eine Jury? Jury! Was sieht man hier nicht? Ja. Also, ich bin echt positiv überrascht. Sie kann auf jeden Fall besser singen als Menderes. Sagt dir Menderes noch was? Ja, war der nicht auch in der Jury mal? Ja, aber der war vor Urzeiten, also bevor er da überall durch die Gegend. Hier sieht man sie nochmal. Hier, die alle Talentfreien auf einen Haufen vereint. Also die ganz Linke in Weiß kenne ich gar nicht. Ja, Katja kenne ich, aber die kann nicht singen. Also die kann ja auch, noch, nee, die kann nur noch weniger singen. Die kann noch weniger singen als die militante Veganerin. Das hat mich echt positiv überrascht. Also sie kann Noten halten. Dieter Bohlen kann auch nicht singen. Ja, das ist immer Geschmackssache. Also nee, Dieter Bohlen kann wirklich nicht singen. Er sagt es von selber. Ach ja, hier, apropos singen. Rihanna war ja bei Super Bowl. Beim Super Bowl. Hast du Superbike mitbekommen? Nee, du hast ja geschlafen, du kleine Ratte. Ich hab's verpennt. Da hat die Rahana gesungen. Also das hab ich mitbekommen. Autotune-Rahana, die nur Autotune kann. Ich hab die Show nicht. Also, ich hab die auch scheiße, die Show. Ihre Show nicht gesehen. Ja, die war scheiße. Der Anfang war cool, die ersten 20, 30 Sekunden habe ich so gefühlt und dann dachte ich mir, oh, scheiße, Alter. Es ist scheiße. Das Problem war an der Scheiß-Show, es war zu lang. Es war einfach zu lang. Die haben haben ja die Pause von 15 oder so 12 Minuten gefühlt auf eine halbe Stunde gesetzt. Die hat da rumgeogert und rumgedanced und gesungen. Es war eine schöne Show, aber es war scheiße. Es war zu lang. Man wollte dann einfach wieder den Superball sehen. Ja, es war zu lang. Die ganze Scheiße war zu lang. So, wisst ihr Bescheid. Ja, auf jeden Fall war sie da. Komm, wir gucken uns jetzt nochmal RTL an. Wir halten jetzt nochmal ganz kurz die Fresse. Falls es wieder gestrikt wird, wisst ihr Bescheid. Ja. Ich versuch keine Sau. Ja, boah, sie will sie. Ah, diese junge Dame will ja mit Gewalt, also die Tiere werden ja gewaltsam aus dem Leben befördert und sie will ja Leute auch gewaltsam aus dem Leben befördern. Aber so funktioniert euer Rechtsstaat nicht. Tja, wenn wir so handeln würden, könnten wir alle abknallen, oder?
Ja, so das. Pixel ja, ist lauter reden. Ihre Vorstellung, die sie hat, funktioniert ja, wie gesagt hast, ja nicht. Wir müssen dann Kompromisse schließen. Aber ich find's lustig, dass die da reingelassen haben, aber die müssen schon gewusst haben, also ja, die natürlich. Leute, die hinter der Show stecken, was sie sich da reingeholt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie singt weitaus besser als einige Kandidaten, die da weitergekommen sind in vergangenen Shows. Oh, stell dir mal vor, du hättest die Geisteskranke einfach weiterkommen lassen und hättest immer noch nicht ausgestrahlt, aber hättest sie bis ins Finale kommen lassen und hättest es nie ausgestrahlt. Da hätten wir sie einfach erstmal wegnehmen können. Weißt du? Da wäre erstmal ein paar Monate Ruhe vor ihr gewesen, weil sie ja da. Aber eigentlich wäre das wirklich die bessere Alternative gewesen, wenn sie sie weitergekommen lassen hätten, um einfach so einen Kandidaten zu haben, der komplett unberechenbar ist. Oh nein. Der ihm auf den Sack geht. Nein. Ja, aber das hätte einen neuen Drive in die Show gebracht, ist er? Ah, der Drive ist doch, dass Katja da ist, die auch nichts kann. Ey, das ist die Drive Chemie. In. Alter, das ist. Oh, guckst du es dir an. Gib's mir Doggy. Ich hab andere Leute, die. Ich hab eine Fanbase, die würde Katja knuspern, aber nicht ich. Ich hab eine Fangfrage an dich. Nein, möchte ich nicht kaufen. Ist mir zu privat. Wo ist mehr Plastik drin? Im Katja? Tisch oder in Katja? Im Meer oder in Katja? Ich weiß es nicht. Im Meer, ja. Der Einzige, der hier noch halbwegs normal rüberkommt, ist der Pedro. Ist das Pedro? Ja. Piet und weiß ich nicht. Und die andere, die keiner kennt. Wer ist denn das? Steht da irgendwas da? Haben die eine Verlinkung? Ach, du Scheiße. Ich kenne die gar nicht, die Linke. Die sagt mir gar nichts. Das ist bestimmt eine Linke, so wie du sagst. Die kommt aus Berlin, ist links. Piero Lombardi ist ja ein Sänger. Also, da macht es Sinn. Dieter Bohlen ist ein Produzent. Da macht es auch Sinn, dass er in der Jury steckt. Der Pedro nimmt auch Sackplus-Produkte. Sackfuchs-Produkte. Habe ich schon mal gesehen. Ein paar Mal hat er schon hier sich inhaliert. Das gute Zeug. Ein Ehren-Lombardi. Ein Ehren, das ist ein Ehren, okay, nee. Also eins zu coole ist Pedro. Der nimmt Ehrenprodukte. Aber wir wollten ja zur Abzockershow heute kommen, ja. Wir wollten ja gucken. Also es gibt, ich gibt Videos, die sind zum Abzocken bereit und dann gibt es Videos, die sind das nicht. Das muss ich aus juristischen und so Gründen jetzt erzählen, ja. Ihr müsst das selber entscheiden, was Abzockersachen sind und was nicht. Vielleicht sind es alle, vielleicht habe ich auch nur wieder irgendeine Scheiße erzählt. Wie immer, wie in jeder Show. Aber wir gehen rein. So, wir haben jetzt das. Okay, das ist ein Abzockerthema. Ron Bibi Lecky. Kennst du noch? Der Geringverdiener. Du Geringverdiener für 1500 Euro oder so pissig. Die pissig. 1500 Euro pissig in dein Gesicht, Pixel. Die pissig. Sowas hat er gesagt. Also Tornado Ron, ja? Ja, Tornado Ron. Ja, der den Fan beleidigt hat und trotzdem noch Fame generiert, weil seine behinderte Bubble. YouTube, Twitch-Bubble ihn trotzdem noch tätschelt und die Leute trotzdem noch mit ihm was machen. Ja, weil sie alle, die hoffen, dass er diese 1500 Euro nämlich in deren Gesicht pisst, damit die auch ein vernünftiges Einkommen haben. Würdest du die für 1500 Euro ins Gesicht pissen lassen? 1500 Euro? Also richtig, also einen richtigen tiefgelben Urstrahl. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Der einer, der schon richtig ansetzt, wo schon fast fest. Richtig sterben. Drei Tage gefühlt nichts getrunken und da kommt auch wahrscheinlich kein Urin, sondern Honig raus. Also Darmtrakt, so ja. Golden Shower. So, nee. Also, 1500 Euro, das wäre mir viel zu wenig. Und gut gefütterte Pisse, wo einer schon 4-5 Liter getrunken hat, der sich halt mit Honig ernährt. Gefilterte Pisse, 1500 Euro, nee, immer noch und zu wenig. Honigpisse. Immer noch nicht? Zu wenig. Oh. Nee. Ach, Pixel, was mache ich noch mit dir? Dein Sound, also ich höre dich immer nicht. Ich weiß, die Zuschauer werden dich hören, weil wir separat aufnehmen, aber dein Dings ist zu leise eingestellt, dein Ausschlag, den du auf der Haut hast. Soundausschlag. So besser? Ja. Wir tasten uns in der Show langsam ran, weil es ist nicht gut, wenn ich dich nicht höre. Dann weiß ich nicht, ob ich über dich drüber rede. So, und wir gehen da jetzt rein in Tornado Ron, seine Geschichte. Was ist denn da schon wieder passiert? Ja? Hast du es mitbekommen? Ich habe, glaube ich, irgendwas mal. Warte mal. Nee, ich glaube nicht.
Okay, egal, wir hören rein. Es gibt dann noch die sogenannten Casino-Gewinnspiele und in diese Kategorie fällt auch Ron Bilecki. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich gar nicht böse rüberkommen möchte, aber Ron verkörpert exakt das Gegenteil von einem Vorbild oder von dem, was man eigentlich im Internet zeigen sollte. Er ist in der Öffentlichkeit ziemlich vorlaut, asozial, 1500 Euro pisst er. 1500 Euro, die pisse ich! Ist ständig alkoholisiert, bewirbt Alkohol, bewirbt Casino und macht sogar Gewinnspiele in Bezug zu Glücksspiel. Also man kann halt wirklich rein gar nichts von diesen Sachen, die ich gerade eben in Kurzform aufgezählt habe, für gut heißen. Ich selbst bin jetzt auch kein Hater von ihm. Vielleicht ist er privat auch sehr korrekt. Das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen. Aber das war... Ja, vielleicht schlägt er ja privat keine Tiere, aber in der Öffentlichkeit quäl ich sie. Es ist ja alles... Ja, ach komm, wir lassen es weiterlaufen. Was er in der Öffentlichkeit zeigt, das kann man durchaus kritisieren und das sollte man auch kritisieren. Denn so wie er sich nämlich im Vergleich zu ganz vielen anderen Influencern verhält, ist das wirklich der Bodensatz der Influencer-Szene. Anders lässt sich das leider nicht sagen. Doch starten wir jetzt einfach mal mit der jetzigen Problematik und weshalb ich dieses Video überhaupt aufgenommen habe. So, also hast du mitbekommen, er hat Ron gut getroffen und gut aufgezählt, was er so gemacht hat, so ein bisschen. Ja. Ja, hast du mitbekommen. Er streamt ja Online-Casino. Ach ja, warte mal, wir hatten ja, dass er ja Strafe zahlen muss, ne? Ja, irgendwas hat er da, aber wir hören mal weiter rein. Heute geht's nur darum, dass er halt die Fans abzockt. Ja, muss da irgendwas war da mit der Strafe. Das hat mich auch wieder wenig interessiert, weil der sich sowieso rausmadet. Ja, das Problem ist, in Deutschland gibt es ja dieses Glücksspielgesetz, ne? Und dass du dich für Online-Casino eine Lizenz machen musst und alles. Aber es ist für Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und in Berlin ist Online-Casino verboten. Gefährlich. Deswegen die Strafe. Ja, richtig so. Rein mit den Viechers. So, aber was? Es gibt da noch andere Leute, die von dem gleichen Online-Casino-Sponsor, es ist wie Ron Bilecki, also von der gleichen Firma, auch online streamt auf Twitch, aber dazu sich noch nicht geäußert hat unter irgendwelchen Strafandrohungen. Vielleicht kriegt dieserjenige noch Strafandrohungen, wer weiß. Hat er nicht einen Online-Casino-Stream gemacht, um den anderen Online-Casino-Abmahnungen zu bezahlen? War das nicht irgendwo so eine Scheiße? Kann sein. Ich weiß es nicht. Irgendwas war doch da wieder. Aber wir hauen jetzt immer da rein, was er hier macht mit seinen Fans auf Insta. Pass auf, Pixel. Das wird gut. Ron Bilecki startete am 6. Februar ein Gewinnspiel auf Instagram, bei welchem er zuerst schrieb, dass man eine Datejust gewinnen kann. Dann korrigierte er sich, dass es gar keine Datejust auf diesem Bild ist, sondern eine Rolex Explorer. Und selbst das stimmte nicht, denn auch in den Kommentaren wurde geschrieben, dass es keine Rolex Explorer ist, sondern eine Rolex Oyster Perpetual, keine Ahnung, wie man das ausspricht, 41. Ich persönlich kenne mich mit Uhren allerdings absolut gar nicht aus, deswegen kann ich den Namen von so einer Uhr auch nicht wirklich aussprechen. Aber Ron hat halt auch keine Ahnung davon. Verlost aber so eine. Also er hat nicht mal eine Ahnung, was er dort überhaupt verlost. Welche Uhr das... Ja, das ist auch... Ist das nicht normal? So in der Insta- und Co-Bubble, dass man irgendwas auch anbietet, was man noch nie getestet hat? Ja, so kenne ich das auch. Also ja, man kriegt da irgendwelche Produkte, ne? Sagt irgendwas darüber und dann... Yay, es hat mir geholfen. Oder yay, mach das auch. Also ich finde, er verhält sich total normal. So wie alle anderen auch. Ja? Standard-Influencer. Da hat er jetzt nichts Falsches gemacht irgendwie. Das fand ich halt, machen alle, mache ich auch so. Finde ich okay. Wir gehen ja auch und wer, alle und wer kein, ja? Und wer keine Ahnung von Uhren hat, kann ihm das jetzt auch nicht böse sein, dass er nicht weiß, welche von 20 verschiedenen Rolex-Modellen jetzt die richtige ist. Ja, der pisst ein paar Mal und dann hat er die Uhr. Weißt du? Ja, ey, 8-mal pissen. Oder 7. Na, da hat er auch mehr draus. Ist egal, Pixel. Wir haben es alle nicht so mit Geologie. Alles gut. Kommen wir mal weiter rein. Was das überhaupt ist. Doch, lasst uns jetzt einfach mal anschauen, was das für ein Gewinnspiel ist und wie das Ganze abläuft. Gemeinsam mit Vico Slots Casino verlose ich eine Rolex Explorer mit einem blauen Ziffernblatt. Das Gewinnspiel beginnt jetzt und endet in 7 Tagen. Den Gewinn bringe ich persönlich vorbei. Die Teilnahme ist ab 18. Teilnahmebedingungen. Erstens, Vico Slots Casino und Ron Bilecki folgen. Zweitens, diesen Beitrag liken. Drittens, schreib deinen Vico Slot Usernamen in die Kommentare. Also die Voraussetzung ist, um eine Uhr für 8.000 Euro. Also erstmal droht er dir, dass er vorbeikommt. Das haben wir heute auch noch. Drohung, baut alles miteinander auf, ja. Er droht dir erstmal, dass er vorbeikommt und die Uhr vorbeibringt und du musst dich dann noch anmelden. Ich glaube, das Vorbeikommen finde ich sogar noch schlimmer, als mich irgendwo auf so einer Seite anzumelden, um meinen Usernamen drunter zu posten, oder?
Ja, vor allen Dingen, weißt du, wo du wohnst und will dir wahrscheinlich noch 1.500 Euro ins Gesicht pissen. Alter, ja. Da pisst du auf die Uhr, da ist sie nochmal mehr wert, da ist sie fast 10 wert. Ron, kannst du mir bitte nochmal auf die Uhr pissen, dann ist sie nämlich 10.000 wert. Oh, Marktlücke. Ist das ekelhaft, Pixel. Ja, komm. Wolltest du noch was sagen? Naja, wer weiß, vielleicht gibt es da Menschen, die sich freuen und denken sich, oh geil, ich habe jetzt eine DNA und klone mir einfach einen Ron. Oh Gott, nee, fress ich lieber Scheiße, was ich auch so schon. Naja, komm. Auf jeden Fall wurde dann hier dieses Vigo-Slots-Dingsbums, ja, hat er sich dann mal angeguckt bei Trust. Ich weiß, Trust ist auch alles viel gefakte und so, aber es erzählt der junge Mann auch in dem Video. Und da gibt's halt so komische Kommentare wegen Auszahlungen und so. Du kannst dir da einen Account erstellen auf dieser Casino-Seite ohne Verifizierung, dass du 18 bist, ja? Einfach anmelden, hey, ich bin nicht 18, interessiert keine Sau, angemeldet, hab einen Account. Dann machst du da ein bisschen, spielst das Lotterei, kannst natürlich dann auch Geld reinladen. Aber um Auszahlung zu generieren, müsst du ja dann nachweisen, dass du 18 bist. Und ein Konto und so. Verstehen Sie? Das ist sehr sass. Ein bisschen ist ein kleines Problem als Elfjähriger. Erstmal bist du spielsüchtig und kriegst dann dein Geld nicht. Du musst dann die Pausenbrot-Sachen abzocken. Damit du dann deine Spielsucht, ja, generieren kannst. So schnell kommt man in die Kriminalität rein. So, und wir hören uns mal an, was da auf der Seite so passiert. 4 Leute haben eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen und einer schrieb dort: Top-Seite, Auszahlung 20 Minuten. Man kann trotz Bonus sofort auszahlen. Einfach klasse Seite. Dann habe ich mir einfach mal sein Trustpilot-Profil angeschaut und es wurde ersichtlich, dass er solche Nachrichten unter gefühlt jeder Casino-Seite schreibt und fast immer ähnliche Nachrichten dazu abgibt. Also, ob das jetzt so vertrauenswürdig ist, was er dort reingeschrieben hat, weiß ich persönlich nicht. Denke schon. Der Preis. Nein, da hieß Brian Schmidt oder so irgendwas. Der Brian ruft mal dort an, guckt, wo Brian wohnt und fragt mal, ob das stimmt. Dann müsst ihr halt anrufen. Ja, das ist der Ron. Ja. So, Abzocker. Was sagst du? Abzocker sein Vater oder doch nicht? Ja, also 100 Pro. Also Kommentare, die wahrscheinlich gekauft sind. Nicht sehr vertrauenswürdig. Ja, hier sieht man es nochmal. Als Werbepartner. Hier zur Vervollständigung, lassen wir das hier nochmal kurz anlaufen, da hört man es nochmal. Mir ist aufgefallen, dass ich halt mal wieder, wie immer, jeder Dulli für 18 ausgeben kann, sich dort registrieren kann. Und auch bei der Bezahlung wird nicht direkt das Alter überprüft. Das heißt, du kannst dort einzahlen, bist halt vielleicht gar keine 18 Jahre alt und bei der Auszahlung hast du dann später Probleme. Also sie prüfen halt bei der Einzahlung noch nicht mal wirklich das Alter. Doch noch schon. So, aber ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich bin da jeden Tag auf Seiten unterwegs, öfters als 2 oder 3 Mal, je nachdem, nach meiner körperlichen Verfassung. Und da steht auch immer, sind sie über 18? Na, natürlich. Also das ist ja verifiziert dann, oder? Ich finde das eigentlich gut, dass es solche Seiten gibt. Ist jetzt nicht ja. Auf den Knopf drücken. Auf Horntube. Auf den Knopf drücken und damit sagen, ich bin 18, geht einfach. Ich persönlich bin 18. Wäre dafür, für so ein Content, also wo man Online-Casinos oder sowas, dass man hat ja einen Personalausweis, man hat eine Personalausweisnummer innerhalb von Europa, die Länder da mal irgendwie was finden und sagen so, ey, geht so nicht, wir wollen nicht, dass unsere Leute spielsüchtig werden, die Kinder, so, nur anmelden mit einem Ausweis. Ich bin auch allgemein dafür, so ein Internetführerschein, egal, wenn du Kommentare auf YouTube schreibst, dass du dann dein Perso und so angeben musst, alles, überall, TikTok, allen Scheiß, die haben unsere Daten sowieso. Wir kaufen ja sowieso jeden Scheiß, also definitiv, da muss halt da wirklich sein, Penisgröße, muss alles angegeben sein und wenn du draufklickst auf das Profil, muss es auch dastehen, Penisgröße, hat er sich in der 3. Klasse mal eingenässt, sowas muss dann dastehen, weil wenn das bei allen steht, können die sich nicht untereinander mehr moppen, weißt du? Sowas wäre ich auch dafür, also das südkoreanische Modell quasi, dass immer du... Immer auf die Leute zeigen, aber sie können nichts machen, weil jeder weiß, wer du bist. Also, wenn es nach mir gehen würde, würde ich deinen Vorschlag auf jeden Fall unterstützen. Lass es anreichen im Bundestag, ruf da jetzt an. Dass du praktisch einen Account kriegst von einem Provider, ja, wo du dich dann anmelden musst, einmal mit deiner Ausweisnummer, mit deinem Handy, so, du dann registriert bist und dann das dann praktisch immer getrackt wird. Das würde auch viele Straftaten im Internet nämlich nicht ganz verschwinden lassen, aber eindämmen, weil du musstest ja erstmal. Ist vegan seine Straftat? Nee. Tätowiert sein? Nee. Das muss auch mit drinnen stehen. Ich möchte wissen, mit wem ich schreibe.
Aber sowas wie Hacken oder Internetkriminalität. Ich finde vegan sein und tätowiert sein, finde ich schon ein bisschen schlimmer. Also gewisse Dinge würde es schwieriger gemacht werden. Aber das Problem ist, wenn es nur einige Länder haben, ne, man kommuniziert auch mit Leuten, die nicht aus Europa oder aus Deutschland kommen. Wenn es bei denen dann nicht so ist wie bei uns, ist es halt ein bisschen schwierig. Willst du jetzt da mit mir, du symbolisierst mir jetzt gerade, dass so ein Enkeltrick bei einer alten Oma anzurufen, sie um ihre Erspartes zu betrügen, schlimmer ist, als vegan oder tätowiert zu sein? Ja, natürlich. Hä? Sag mal, da habe ich nur eine Frage. Bist du behindert? Nee, sehe ich nicht so, Pixel. Keine Ahnung, was du wieder... Nö. Das widert mich jetzt an. Ich gehe jetzt weiter im Thema. Ich möchte dazu jetzt auch nichts mehr hören. Das ist der gute Ron, der freut sich da drauf. Das war wieder ein bisschen cashy, die Leute. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas gewonnen haben. Ja, das ist... Und dann ist mir was aufgefallen. Ich bin ja bei den Tubeube-Trends reingerutscht und hab da auf der Ron Bialecki reingeklickt, ja. Auch nur auf das Video und dachte mir, mal gucken, was hat denn da Ronny für andere Videos? Mhm. Not found. Wie geht das? Ja, sein YouTube-Kanal... YouTube.com, Ron Bialecki, nicht gefunden. Aber das Video ist online. Hä? Das ist sehr merkwürdig. Dann habe ich auf Insta gestalkt bei ihm, mal geguckt, ob er es schon gemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt, weil die Fans sind ja sowieso geistig. Sie sind Intelligenz stark gemindert. Die kriegen das ja auch nicht mit und Kommentare habe ich auch nicht gesehen. Mal gucken, vielleicht gibt es ja jemanden. Neuestes Kommentar zuerst. Da fehlt die Türverkleidung, hat mir jemand Alkohol jetzt Test gemacht, bevor der gefahren ist. Achso, okay, bestimmt ist das der von seinem Vater. Gut, das sind halt Kinder. Bist mir echt ein sympathisches Kerlchen. Abo ist raus. Florian, wir gucken jetzt mal auf Florian, wer Florian ist, der ihn jetzt abonniert hat. Oh ja, Florian ist auch so ein seriöser Vater. Hier sieht man sein Bild, sein Gesicht und das von seinem Kind dazu im Internet. Ja, genau, Führerschein für Leute, da haben wir es nochmal. Ja, Florian, Glückwunsch. Alles Gute. So, das war genug Scheiße im Internet, sagt ihr? Nein, war es nicht, denn wir haben etwas für euch. Kinder, die mit Scheiße befeuert werden, das gibt es exklusiv nur bei uns auf dem Kanal und wir freuen uns auch darüber. Pixel, findest du es schön, wenn Kinder mit Scheiße befeuert werden? Ich find's schön, wenn Kinder mit Scheiße auf andere schmeißen. Jetzt, der Klo-Manager wird neu aufgelegt von 2000 als 2023er. Scheiße aus dem Güllefass ins Gesicht. Wir gucken es uns an. Das ist ein Polterabend oder keine Ahnung, was sie da machen. Ich verstehe noch nicht ganz, warum die da irgendwas da reinmachen, was mit einem Gülle-Dings-Transporter verbunden ist. Ich kann es noch nicht nachvollziehen. Ich werde nicht eingeladen zu solchen Sachen, weil wenn nicht, dann wird es extrem eskalieren. So, wir gucken mal weiter. Bam! Du musst dir mal die Sounds im Hintergrund anhören. Das war Gülle, oder? Hört das noch mal hin. Moment. Das war Gülle. Pass auf, gleich kommt noch was ganz Deutsches. Abmahnung, hast du es gehört? Was auch? Nee. Man hört es ganz leise, also wenn man genau reinhört, hört man es. Ich hatte es vorhin nochmal lauter gehabt. Abmahnung. So schön runterschlucken. Schön runterschlucken, mein. Aber wir gucken uns nochmal an, wie er die Scheiße ins Gesicht kriegt. Da freut er sich noch und dann geht es in die Fresse. Jawoll. Das war Gülle. Abmahnung ist raus, ihr kleinen Schnucki-Putzis. Das hat mir meinen Tag versucht. Da habe ich echt mal kurz geschmunzelt und habe gelacht. Ey, wisst ihr, was komisch ist, wenn ich mir jetzt... irgendwie ist der Stuhl höher. Jedes Mal, wenn ich mir am Sack fasse, sieht man's. Und man sieht es gerade, wie ich mir am Sack fasse. Ich senke mal den Stuhl. So, jetzt sieht man es nicht mehr, wenn ich... Na doch, man sieht's. Jetzt weiß man ja, dass ich mir am Sack... Naja, Leute, wisst ihr Bescheid. Pixel, hat's dir gefallen? Ja. Also, dass ich mir jetzt am Sack gefasst habe, meinte ich jetzt damit. Gefällt dir das, wenn ich mir am Sack fasse? Sehr gut. Sehr schön. Ich habe da noch eine Hand frei. So. Moment. Gay!
So, macht ja nichts. Ach ja, wir kommen jetzt von Kindern zu Kindern. Wir bleiben bei Kindern. Kennst du die, ich hab die, kenn die Kinderserie nicht. Ich gucke immer in die Kamera und da sieht man es mit meinem Sackfell. Das ist, naja, egal. So, Kinderserien. Kennt noch jemand diese Serie? Der fliegende Ferdinand. Was ist denn das? Sagt mir nichts. Du kommst ja aus dem 18. Jahrhundert, ja? Und du wurdest ja schon zweimal als Prinzessin wiederbelebt und geboren und so. Und du hast ja dein Haar heruntergelassen, dass der Prinz hochklettern kann. Das ist ja deine Lebensgeschichte aus den Jahrtausenden, ja? So. Wir hören mal rein. Kann mal einer drunter schreiben? Wenn ihr jetzt drunter schreibt, weiß ich, dass ihr sehr alt seid. Und dann werde ich euch einfach blockieren. Ich hab euch trotzdem lieb. Auf dem Weg zur Schule passiert Ferdinand Tränkel eine unglaubliche Sache. Er wird von einem Meteoriten geschluckt und kommt plötzlich auf den Planeten der Blumen. Ferdinand hat jedoch von dem Planeten zwei Blumen mitgebracht. Wenn er an der einen riecht, kann er fliegen. Wenn er an der anderen riecht, wird er erwachsen. Und seit jeher alle Tanten immer sagten, Ferdinand sei ganz der Vater. Die Ähnlichkeit ist vollkommen. Neu in HD. Was ist das? Die ist schon zu alt, die Serie. Ja, die ist uralt. Ich muss jetzt den Sound mal wegnehmen, weil ich glaube, das striken die uns wegen der Musik hier im Hintergrund. Ja, die striken uns das. Ja, das sagt mir gar nichts. Ja, sagt mir auch nichts. Oh, hier ist eine Ziege, die ist bestimmt schon tot. Oh, das sind alte Leute, die sind bestimmt schon tot. Die fliegen aus dem Fenster, die sind schon tot. Alter, was ist denn das? Aber... Ja. Das, was ich jetzt so aus der Serie als Schnipsel sehe, und das ist eine Kinderserie, Alter, die ist ja wild gewesen. Also im Vergleich zu unseren heutigen deutschen Serien, die ja dagegen ja komplett langweilig sind. Guck dir mal Scrubs an. Weil ich habe letztens Scrubs auf ProSieben so nebenbei beim Einpennen mal so drauf gehabt. Und da ging es dann, hat Türk so einen Witz gemacht, du bist so eine kleine Schwuchtel oder so. Irgendwas hat er so gesagt, du bist schwul. Du kleine Schwuchtel. Irgendwas. Das geht heute was? Nicht mehr. Ja, nee. Das geht halt. Scrubs ist auch sehr verwerflich. Auch The Office. Die hatten ja bei The Office auch gesagt gehabt, sie wollten ja noch eine 10. Staffel oder so drehen. Gecancelt. Ja, dann meinten sie, es wäre heute nicht mehr so möglich, das zu drehen. Weil das ist auch sehr homosexuell und fettleibig und co-feindlich, was ich jetzt nicht schlimm finde. Diese Verweichlichten. Ja, diese Veganer. Ja. So, El Bandi würde auch nicht mehr gehen. Gut, ist schon, ja, aber... Es gibt ja Comedians, ne, besonders aus dem amerikanischen Raum, die ja Witze über Weiße, über die weiße Gesellschaft gemacht haben, besonders von farbigen Menschen. Ja, Und Humor darf alles. Es gibt nicht umsonst. Ja, aber es strahlt keiner mehr aus, weil die ganzen Twitter-Kitties dann rumschreien. Aber guck mal, es gibt doch nicht umsonst auch Behindertenwitze. So, ja. Aber die Behinderten. Ja. Du machst dich über Behinderte lustig. Natürlich, auch. Hä? Warum das? Behinderte sind doch Menschen, ganz besondere Menschen. Naja. Ekelhaft, Pixel. Nach meinem modernen Maßstab sind zu 80% der Menschen behindert. Also nach in Mehrheit. Maßstab, nach meinem modernen Maßstab gehören 80% der Frauen in die Küche. Ja, da hast du, ja, okay. Okay, du hast mich überredet. Ja, ist okay. Ist okay, aber auf jeden Fall kenne ich diese Kinderserie nicht. Wenn ich an dieser Blume rieche, rieche ich nur noch Fisch. Warum riechen ja alle Frauen noch Fisch? Das ist, glaube ich, keine gute Superheldenkraft. Alles, wenn ich an der Blume rieche, dann lasse ich mal einen fliegen. Ja. Und ja. Das Resultat hat man gesehen, wenn man vorher einen Flitzenotter hatte, ne? Otter? Ein Flitzeotter? Ein Flitzeotto? Otter. Oh, ich kann nicht mehr reden. Nee, Otter. Kannst du noch nie. Dann hat man Gülle im Gesicht, ne? Ach, Gülle ins Gesicht. Wer kennt es nicht? So, oh mein Gott, kennst du RTG? Road to Glory. Ja, die haben schon... Nein, sagt mir nix. Ja, musst dir nichts sagen, keine Sorge. Das ist Chill Valentine. Nee, war ein Spaß, Valentin. Das ist Chill von RTG, die guten alten Proteinzuschauer und Konsumenten und Fitness-YouTube-Opfer, Bodybuilder, Sucht-News-Magaziner kennen... Oh, jetzt ist mir mein Dildo runtergefallen. Nehme ich den nächsten Moment. Nehme ich einen anderen Dildo. Kennen Sie ihn? Ja? Seine Bauchmuskeln sind ganz wild angeordnet.
Er ist 2015 oder 2016 auf der FIBO erschienen mit einer brachialen Form und dann ging der Lachs nach oben halt. Das war damals auf der FIBO, wenn du Masse warst, da ging das gerade rum. Da sind die mit Bro und Karl S. hatte da seine beste Zeit. Ich weiß jetzt nicht ganz genau das Jahr, aber da ging es übel steil und da waren viele Fitness-Insolventen unterwegs. Und deswegen kennt man Chill und der hat halt jetzt ist er wieder back. Natürlich habe ich aus den letzten 2 oder 3 Jahren alle Insta-Stories auch von ihm. Ja, Leute, ich lebe in der Zukunft, ich weiß, was ich mache. So, und dann gucken wir uns das mal an, weil Jill kommt jetzt wieder und erzählt halt, dass er verrückt ist. Darüber hat auch Alexikon. Alexikon war auch schon mit denen ganz cool. Früher ist er da rumgelaufen mit denen und hat ihn auch beraten, ja. Und hat da auch nicht immer gute Sachen über ihn, ja, in die Öffentlichkeit getragen. Aber es ist halt alles ein Sammelbecken und alle gehören halt irgendwie zusammen, habe ich so gehört. Komm, hör mal rein. Ich begann wieder zu trainieren, viel zu trainieren. Ich begann, meinen Weg online auf Facebook und YouTube zu dokumentieren und nannte mein Vorhaben Road to Glory. Meine Road to Glory. Mein Weg zum Erfolg. Der Zuspruch gab mir Motivation und ich trainierte noch mehr. Um es abzukürzen, 1,5 Jahre später, im April 2015, Mit noch mehr Training meinte er Medikamentenmissbrauch, ja. Also Anabolika. Sah ich so aus. Und das war auf der FIBO, der Fitness Expo in Köln, mein internationaler Durchbruch und gefühlt über Nacht wurde ich berühmt. Fotos gingen viral, meine Idole schrieben mir. Neben Facebook gingen auch YouTube und Instagram für damalige Verhältnisse. Also es ist jetzt hier so ein Video, er hat 3 Jahre oder 2 Jahre kein Video hochgeladen und kommt jetzt wieder und erzählt halt seine ganze Lebensgeschichte und das sollte ich jetzt halt mitnehmen. Was habe ich erlebt? Der plötzliche Hundstod und die Katzen sind vom Nachbarn gegessen worden. Ich habe in die Tonne geschmettert und Eisbucket-Challenge und sowas in der Art gemacht, ja? So, was dich halt vorantreibt, wo du sagst, das ist geil, mein Idol ist wieder da, lass mich nicht sehen. Sowas, ja? Pixel, also verstehst du. Ja, und dann driftet das Video so ekelhaft ab in irgendeine Bitcoin-Scheiße rein. Komm, hier, wir uns das an. Die ganze Welt stand für einen Augenblick still. It's like a ghost town. Da war sie, die wahrscheinlich größte Chance aller Zeiten. Ende 2019 hatte ich das erste... Ja, er erzählt dann das mit Corona, was sowieso jeden auf den Sack geht, jeden auf den Sack. Das packe ich natürlich noch in meinem Video. Und dann hat er Ende 2019 dann mit Bitcoin angefangen. Blablabla. Komm, wir hören weiter rein. Pixel, beruhig dich, schrei nicht rum. Erst einmal in Bitcoin investiert. Bitcoin soaring to new record highs today. Can anything slow down the surge we have seen in Bitcoin? Jetzt begann es sich zu lohnen. Ich hatte Glück und... Aber 2019 war der Preis doch schon so hoch, dass es total dumm war, da rein zu investieren. Das war doch total dumm. Okay, wir gehen weiter. Bediente unfassbare Summen. Unfassbare... Moment, das kann ich ja nicht aus dem Kontext reißen. Moment, das hören wir uns nochmal an. Ich hatte Glück und verdiente unfassbare Summen. Unfassbare Summen. Ich schrieb ich weiter und wurde finanziell frei. Ich hatte mit meinen Kochbüchern, die zeigten, wie man ohne Hunger nachhaltig abnimmt. 8 Bewertungen, 4 Bewertungen, vorher waren es noch 12, okay. Nervt. Ausverkauf. Aber ich hatte selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, wie das Geldsystem eigentlich funktioniert. Obwohl ich mich über Monate bis tief... Obwohl ich schon über Bitcoin und mega reich war, wusste ich nicht, wie das funktioniert, ja, so. In die Nacht damit beschäftigt habe. Als ich es mit der Zeit aber verstand, machte es mich fassungslos. Aber und ich muss euch jetzt erklären, wie ich das geschafft habe, ja? Pixel, bist du schon bei mir? Weißt du schon, wo so, was ich meine? Ich bin bereit, in die WhatsApp-Gruppe zu gehen. Ich bin bereit. Da kommt Ding, 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 Ring, Ring, Ring. Komm, wir gucken noch ein Stück weiter. Warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Warum erzählt ihr uns das denn eigentlich alles? Weil... Bist du behindert? Wir sind. So. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Oh mein Gott. Die Wirtschaft geht allmählich den Bach hinunter und wir rutschen aktuell mit Lichtgeschwindigkeit in die nächste Rezession. Die gute Nachricht? In Krisen. Meint er jetzt in die Bewertungsspalte, um Bewertungen zu kaufen damit? Warte mal. Nee, er hat nicht... Was hat er gesagt? Rezession. Okay, also jetzt doch um Kommentare schreiben. Gut. Alter Falter, Karl S. hätte wenigstens so getan, als würde er vorher Vertrauen aufbauen und dann seine Follower wegzuscammen. Du überspringst nach Jahren der Pause direkt mal diesen Schritt. Das nenne ich mal mutig oder narzisstisch. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie du uns reich machst. Chill ist der Typ Mensch, der dir alles erzählen würde, um davon finanziell zu profitieren. Lasst euch nicht verarschen, der will euch abzocken, sonst nichts. Also ganz, ganz viele Kommentare.
Also hier Dislike-Verhältnis ist auch genial, weil die YouTube-Szene hat noch nicht vergessen, wer Chill ist. Guck mal, 2843, ich hab natürlich auch mitgemacht, und 1048 Likes. Ja, so sieht man schon mal, was da abgeht, oder? In diese Richtung. Komm, wir lassen ihn nochmal weiterreden. Entstehen auch die größten Chancen, um Vermögen für Generationen aufzubauen. Die schlechte Nachricht? Nur die wenigsten sind vorbereitet und wissen, was zu tun ist. Und ich will, dass meine folgende Generation, also meine Tochter, genau dieses Vermögen selbst erreichen kann. Und wenn du es willst, kannst du diesen Prozess begleiten. Du darfst dir, also jetzt am Ende dieses Videos, nur eine einzige Frage stellen. Moment, nochmal. Ich stelle mir nochmal die Frage. Warte, ich stelle nochmal eine Frage. Bist du behindert? Okay, habe ich mir gestellt, jetzt hau ich weiter. Wer bin ich wirklich und wer will ich sein? Wenn du jeglichen Glauben in dich verloren hast, dann muss ich sagen, ist dieser Kanal nichts für dich. Wenn du allerdings glaubst, dass mehr in dir steckt, dass du nur darauf wartet, entfesselt zu werden, dann bist du hier auf meinem Kanal, meiner neuen Road to Glory, genau richtig. Oh, scheiß die Wand. Also für seine Tochter hätte ich einen Tipp, oder für ihn, was er bei seiner Tochter lass machen kann. Lass nicht adoptieren. Das wäre ja was Gutes für sie, aber wegen Geld. Ja, das arme Kind. Warte. Nein, Quatsch. Oh. Bis sie 18 ist und erstelle einen OnlyFans-Account und scam die Leute dann richtig weg. Weißt du? Ich finde aber OnlyFans ist halt weniger Scam, weil da weiß ich, was ich kriege. Ah, es kommt drauf an. Außer ich krieg von Katja Blastetitten. Also, es gibt auch Scam-Accounts, ne? Also, aber wenn da Leute reinpayen, dann sind sie halt selber schuld. So. Kann ich so eine Darstellerin eigentlich anzeigen, weil sie zu viel Plastik in sich hat? Weiß ich nicht. Also sie hatte nicht das gute Plastik in Fischform in sich. Davon meine ich aber andere Sachen. Naja, solange... Ist eine Plastikdarsteller-Nutte aus OnlyFans abbaubar, wenn ich sie begrabe? Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich doch die ganzen Implantate rausziehen aus dem Wanst. Das ist doch Umweltverschmutzung, was die macht auf dem Friedhof. Na klar. Die Dreck. Na, vor allen Dingen. Und die Hautfarbe muss ja auch, also hier die Tattoofarbe, die Farbe, die muss ja auch abbaubar sein. Doch, dass du bist ein Pixel, du bist genauso ein Dreckschwein, der die Umwelt verseucht mit seiner Drecksfarbe. Die wird abgebaut. Nein. Nee, ekelhaft. Du Lügenschwein. So, pass auf. Nein, ich möchte darüber nicht mal. Nein, heute gibt's noch einen richtigen Rant an jemanden, der tätowiert ist. Ist okay. Ich wurde nämlich aufmerksam gemacht, ja? Aber wenn du mit Sexworkerinnen zu tun hast, die sehr viel Kunststoff in sich haben, musst du aufpassen. Die brauchen natürlich das passende CE-Siegel. Ne? TÜV und CE geprüft, das ist ja natürlich Pflicht in Deutschland. Ich finde das gut, dass du aus Erfahrung sprichst. Gefällt mir. So, pass auf, wir sind ja noch nicht fertig mit unserem Video. Ich habe ja gesagt, ich habe ja noch von Insta, habe ich ja noch Stories. Ah, oh, da sieht man den guten Chill. Komm, wir gucken uns mal ein paar Stories an. So, wie die Storys so sind. So, und ob was er für ein Mensch ist. Ich konnte was lernen. Vielen lieben Dank. Mach bitte weiter so. Gib uns weiter so einen Informationsfluss. 20 bis 30 Nachrichten. Wie viele Nachrichten habe ich wohl bekommen, als ich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht wurde? Hunderte. So, Freunde, was läuft hier verkehrt, Leute? Ich weiß nicht, welcher Fehler es war. Ich hatte keinen Bock mehr, danach zu recherchieren, weil es sowieso verrückt ist. Aber pass auf, da gibt's ja diese 10 Anzeichen, kommen am häufigsten bei Menschen vor, die ein geringes Selbstwertbewusstsein haben. Entschuldigung. Erstens, generelle Unzufriedenheit, vor allem mit dem eigenen Körper, permanentes Stressgefühl, Unwohlsein der Gegenwart von anderen Affen, Menschen nicht annehmen können, also Komplimente nicht annehmen können, eigene Erfolge nicht sehen zu können, ja sagen, wenn man nein meint, Vergleich mit anderen Menschen auch, bla, und so weiter, ja? Und wenn mindestens einer dieser Punkte auf sich zutrifft, dann lebst du weiter unter deinem Potenzial, Pixel. Was trifft denn alles auf dich zu? Mal gucken. Permanentes Stressgefühl habe ich nicht. Zukunftsängste habe ich auch nicht. Ja, die Motivation manchmal. Ja, da hast du jetzt schon mal einen Punkt, der aber eigentlich nicht fair wäre, das zu sagen, dass du den hast, aber du könntest dir das einreden, weil du dich ja schon solche Leute schon eine Weile verfolgst. Also hast du, wenn du auf dem Kanal bist, hast du solche Probleme. Also auf jeden Fall Punkt 3. Unwohlsein in der Gegenwart, okay. Und komplett also nee. Nicht annehmen können. Genau, das mag ich gar nicht. Hab ich dir schon mal gesagt, wie schön du bist? Oh, danke schön, aber
Darauf gebe ich einen Fick, du Wichser. Permanentes Stressgefühl hat doch irgendwie jeder oder so. Also nicht permanent, aber Stressgefühl. Da kann man sagen, okay, vielleicht stimmt die 2 und das Leben, vielleicht die 7. Ja, es stimmt nicht alles, aber irgendwie ergibt das doch einen Punkt. Ja, und Ängste haben die meisten Leute, ja? Also 3 bis 5 Punkte trifft so wahrscheinlich so auf die Mehrheit der Bevölkerung zu wahrscheinlich. Davon. Ja, gut, pass auf. Und dann gehen wir jetzt rein. Danach kam nämlich direkt dieser Post. Die Punkte 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Also von 10 Dingern 8 Stück haben vor 3 Jahren noch genau auf mich zugetroffen. Ja, und da hat er ja schon Coaches und so gemacht und so Sachen verwurschtelt, ja? Und ich wollte es mir nicht eingestehen. Der Punkt ist aber der, man kommt da wieder raus. Man darf natürlich die richtigen Menschen Moment. Herum haben, die an einen glauben, die einem positive Energie geben, anstelle einen wegziehen. Und zum Zweiten wiederum darfst du auch die richtigen Tools, die richtigen Coaches und Mentoren haben. Und passend dazu laden wir dich ein an diesen Sonntag um 11 Uhr. Pixel, weißt du, wo es hingeht? Die laden ihn ein. 11 wieder so ein Seminarzeugs. Ach du Kacke. Ja, in einer WhatsApp-Gruppe? Ja, ja, also das war von 17.08.2021 ist das Ding hier. Also, ach du Scheiße. Ah, ja, ja, ja. Das Flexi vergisst nie. Wenn ihr wüsstet, was ich für Insta-Dinger noch habe von Leuten, die in 4 Jahren sagen, hey, und dann zeige ich nee. Ja, aber das ist perfide, weil in dem Zeitpunkt, ja, ich sag mal, viele Menschen es nicht gut gegangen ist. Mental auch gar nicht. Und dann so mit sowas, das ist schon ekelhaft. Ja, pass auf, komm, wir gucken noch weiter rein. Das wären die 3 wichtigsten Stunden deines Jahres, da bin ich von überzeugt. So, dafür haben wir extra für dich am Wochenende ein kostenfreies Live-Event auf die Beine gestellt, in dem es darum geht, was dein Selbstbewusstsein wirklich ist, also was das Selbstbewusstsein selbst ist. Wie es jeder mit einfachen Tipps und Tricks schnell wieder aufbauen kann und wie du mir selbst Geld überweisen kannst. Ah, nee, das stimmt, Entschuldigung, deinem Leben und deinem Körper wieder 100% zufrieden, glücklich sein kannst, ja. Dauert gerade 2 Stunden, die dein Mindset garantiert auf Selbstbewusstsein resetten. Wenn ich es noch nie hatte, in 2 Stunden, ja. Es geht hier rund um das Thema Selbstbewusstsein. Wenn einer dieser Punkte auf dich zutrifft, wirst du so viele Learnings mitnehmen können. Mach ein Swipe-Up, das Ganze ist natürlich völlig for free, abgesehen davon, dass du... Das ist mir noch zu teuer. Wer bezahlt mir die Anfahrt? Aber es ist doch ein Livestream. Ist mir egal, das ist mir zu teuer. Ja. Boah, warte mal, das ist vom 17. Warte mal, dann gucken wir mal, von was der erste Post war. Nee, es ist alles vom 17. Ja, es ist alles vom 17. Also es ist alles ein Wisch durch gewesen. Und jetzt das letzte. Und jetzt zeige ich euch mal, wie cringe. Ich hatte RTG Chill öfter mal in der Show gehabt. Immer mal so Insta-Sachen. Weil es immer extrem abdriftet in Fremdscham, aber ich konnte es mir nicht mehr angucken. Es war einfach zu Gänsehautmomente. Und ich zeige euch mal einen Gänsehautmoment. Und wie die kleinen Freuden des Lebens wiederkommen. Stichwort Dankbarkeit und Wertschätzung wird jetzt wieder großgeschrieben aufgrund dessen, dass man eine warme Dusche am Start hat. Oder ein Scheißhaus. Wenigstens hatte ich auch Rosora da meine Ruhe und konnte auf dem Plumpsklo alleine kacken ohne Kamera. What the fuck, man? Ja. Ich weiß nicht mal, was sie sagt, weil sie sich beim Kacken verschluckt. Hör mal hin, was sie sagt. Ich versteh's nicht. Sie verschluckt sich beim Kacken. Oder ein Scheißhaus. Wenigstens hatte ich auch Rosora da meine Ruhe und konnte auf dem Plumpsklo alleine kacken ohne Kamera. Was zur Hölle? Osama. Sie kackt mit Osama auf der Kamera. Warte mal, hör mal hin. Wenigstens hatte ich auch Rosora da meine Ruhe und konnte auf dem Plumpsklo alleine. Osora? Keine Ahnung. Die von Matthias Sammer? Was das geht dir ab, Alter? Osama, Sammer, was ist denn das für eine Verschwörung? 9-11? Was kommt als nächstes? Pearl Harbor? Wenigstens hatte ich auch Osora da meine... Ich hab keine Ahnung, ich lasse euch jetzt damit in Ruhe. Sie hatte sauren Schiss im Saarland. Auf jeden Fall hat sie eine sehr, sehr tiefe Stimme für eine Frau. Na, sie muss ja auch die Betonung setzen beim Kacken. Du redest, wenn du kackst, leiser und impulsiver, weil du entspannst, ja, dein Arsch. Also wenn du den Arsch entspannst, ist die Stimme tiefer. Weil die Entspannung, die in den Arsch eigentlich deine Stimme wäre, reinfließt, geht dann nach oben, weil du hattest ja Spannung auf deinen Arsch und das kommt dann aus dem Mund heraus. Deswegen ist die Stimme so tief. Ach so. Verstehst du das? Ja, frag Professor Flexi. Der kann dir alles beantworten. Ja, das hat mich sehr verstört. Ja, ich wollte eigentlich wirklich eine eigene Show darüber nochmal machen, über die Fitness-Sachen nochmal direkt. Aber es ist zu schnelllebrig,
das würde mir dann Stress wieder verursachen, da ich dann jede Woche dann Themen rausbringen müsste. Wir sind ja dann wieder alt, weißt du? Ich würde sagen, für Insta verschwendet hätte man eher auf TikTok hochladen müssen. Tja, Osama-sama wird das schon. Osama-sama! Weil Sama kommt ja aus dem japanischen Samasan. Samasan? Oh, Samasan. Oh, okay, sie ist Japanerin. Wir haben es geblickt. Und Japaner, wissen wir, haben sehr viel Tentakel in Filmen, die überall auf der Haut. Egal, wir gehen weiter. Wir gucken uns den TikTok an. Oh Gott, das wird da immer ekler. Heute dreht sich echt alles um Scheiße und komische Themen. Ich weiß es nicht. Ich habe echt schön recherchiert für diese Show. Ich hatte Freude dran. Oh mein Gott, da oben rechts eine Nacktkatze. Wollen wir uns die Nacktkatze danach angucken? Eher weniger, aber ja, können wir machen. Warte. Ja, wir gucken uns eine Nacktkatze. Nom, nom, nom. Guck, pass auf, das machen Katzenbesitzer nämlich alle. Das sind Schweine. And hi. Was hat mich gerade gerissen, an meiner Katze den Arsch zu riechen? Das ist voll normal. Das mache ich den ganzen Tag. Das hab ich normal erwähnt, oder? Gab's da nicht auch was von South Park mal? Nein, da gab's Katzen, die dir ins Gesicht pissen. Stimmt, das war das, ja, rote Rakete. Nein, das war nicht die Katze, das war der Hund. Rote Rakete, was an die Katzen, die dir ins Gesicht pissen, dabei du high wirst und dir da richtig einen runterholen kannst. So. Stimmt, ja. Ja, das ging ja als Katzendroge, da wurden die Katzen alle verboten. Ja. Aber warum riecht man einen Arschloch vom Tier? Und warum sagt sie das so herrlich? Alter, sag mir, dass du bist, ohne mir zu sagen, dass du es bist. Komm her, ich will es nochmal sehen. Hi. Warum? Was hat mich gerade gerissen, an meiner Katze den Arsch zu riechen? Das ist voll normal. Das mache ich den ganzen Tag. So, jetzt kommt, Pixel, jetzt kommt deine Nacktkatze. Das ist sie ja auch. Ja, das ist klar, natürlich, das ist ja auch normal. Oh, ist das ekelhaft? Was ist das? Sieht aus wie ein Hühnchen. Wie so ein Grillhähnchen. Alter. Oh. Ah, Katzen ohne Haar. Oh, nee. Die sieht wie Hitler aus, die Katze. Guck sie. Nee, doch nicht. Na, ein bisschen, wenn die jetzt einen schwarzen Bart. Das ist voll die Nazi-Katze. Alter, wir müssen weg von Katzen, Alter. Ich suche mir gerade eine Katze aus. Ich überlege, ob ich mir eine Rotfuchskatze hole. Nee, ich will schon was Reinrassiges. Nee, die ist ekelhaft. Ekelhaft. Hier so eine weiß-braun, orange-schwarze, ekelhaft. Das ist hier Familie in Katzenbrennpunkt, sowas. Wer sowas zu Hause hat, weiß ich, du bist ein Asozialer. Was hat deine Katze für eine Farbe? Hat deine Katze so eine Farbe? Nee, meine war schwarz. Schwarz, hatte aber vorne rum, ne, Bauchfell war weiß. Und sah aus so wie der rechts, der schwarze. Der hier? Ja, so ähnlich. Oh. Genauso sah meine aus. Oh, die ist süß. Jetzt gucken wir uns Katzenvideos an, Alter. Wir sind echte Triebtäter. Oh, die ist süß. Und der hat auch gequatscht, ne? Miau, miau. Ey, verpiss dich, du kleiner Wichser. Bring mir das Fressen ran, Fotze. Hat er sowas zu dir gesagt? Wahrscheinlich, wenn ich die Sprache verstanden hätte, wahrscheinlich, aber ja. Ach, scheiß auf Katzen, ich hasse Tiere. So, wir gehen weiter. Wir gehen nämlich wieder zu Kindern. So, apropos Kindernamen. Boah, ist es ekelhaft, Pixar. Kannst du dich an Tron Together erinnern, wo der Terminator der Dings in die Zukunft reist, um die zu töten? Ja. Ja, so. Und wir wissen warum. Weil nämlich Kinderserien immer schwuler werden und unsere Generation immer dümmer und schwuler machen und immer weiblicher und muschihafter. Ja, ist ja so. Und wir hören uns jetzt mal an, was das für Kindersendungen sind. British baby names are weird. Hello, Balthazar. Let's all have some fun. Hello, Stuffins. Our baby club's begun. Was sind das für ein Namen, Pixel? Ich hab keine Ahnung. Haha, Megatron! Bei Balthasar war das nicht ein Mädchen? Hat er zum Mädchen Balthasar gesagt? Nein, Balthasar ist kein Mädchenname.
Nein, aber das Baby sah aus wie ein Mädchen. Ich möchte darüber nicht mal nachdenken. Ich hab Megatron? Megatron. Transformers, oder? Ja, klar. Der Oberbösewicht. Megatron. Ah. Wir gehen wieder zu jemand anderen rüber. Oh, ein Oberbösewicht. Ja, Pixel, das war eine gute Überleitung. Kevin ist wieder am Start. Ich will aber nicht zu viel in Kevin reinwinklern. Wer will das auch schon? Was? Hat sein T-Shirt irgendwas zu tun, womit er aktuell sein Geld verdient? Sponsoring von diesem Boxkampf. Stimmt, der war ja was. Ja, deswegen sind wir ja immer mal dran, so ein bisschen. Gavin, ein gutes Gavin geht immer, wissen wir ja. Ich lass Gavin gleich wieder vorhaken. Und ich habe noch eine Frage. Ach nee, warte mal, das war. Warum fehlt dem Typen da der Kopf? Weil Kevin Hunger hatte und er sich nicht mehr Figur. Das Protein leisten kann. Ja, vielleicht oder hat jemand ist erzählt, dass da Proteinriegel als Kopf ist. Weiß ich doch nicht. Komisch. Ach, ist doch scheißegal. Was stimmt denn mit dir nicht? So, komm, wir gehen mal rein. Auf jeden Fall hat er einen Sponsor. Und wir haben ja mittlerweile festgestellt, dass 30-Jährige und so immer an irgendwas haben. Entweder sie fangen an, eine Shopper sich zu kaufen, wollen jetzt hier Mindset-Coach werden, machen irgendeine Ayahuasca, sonst was. Oder sind tätowiert, fangen auf einmal an, sich von heute auf morgen durchkrippelbunt zu machen. Ja? Oder haben komische Bärte, versuchen sich mit den Bärten, mit der Midlife-Crisis, die zu verstecken. Wir wissen ja den Pedo-Bart von Kevin, der ihn aber stand. Ja? Du kannst dich noch erinnern an diese 80er Jahre Bumsbremse? Ja. Bumsbremse? Hat er ja auch gehabt. Ja? Stimmt, ja. Ja. Wo er dieses komische Video gemacht hat mit diesen Anzügen da, ne? Und in einem Typen da. Ah ja, wo du so gelacht hast, weil es einfach nur fake war. Also hast du so gesagt. So, auf jeden Fall, pass auf, jetzt geh mal rein. Jetzt stellt er einen Werbepartner vor. Zu den Sponsoren, die möchte ich euch einmal vorstellen, die mich unterstützen. Also wir müssen jetzt erstmal den Sponsoren danken, dass sie ihn unterstützen, dass wir sehen können, wie Kevin auf die Matte klatscht. So, ja, in der Zukunft so. Weg zum Kampf und auch am Kampftag mit als Hauptsponsor auf der Kampfveranstaltung vertreten sind, worauf ich sehr, sehr stolz bin und auch sehr, sehr dankbar dafür bin, für die Unterstützung und für das Vertrauen. Kommen wir einmal zu Fire. Fire ist ein Real Estate Produkt, Projekt, das auch Kleinanlegern ermöglicht, in große Projekte zu investieren, was sonst nur großen Hedgefonds, großen Investoren vorbehalten ist. Und was Fire genau ist und was die Jungs genau machen, das erklärt euch jetzt der liebe Andreas nochmal in einem kleinen 1-Minuten-Video. Ich hasse dieses Englische. Immobilien, ja. Oh, ich habe keine Ahnung. Immobilienklitsche. Real Estate. Oh, ich hasse es. Das ist ja, vor allem, das Problem ist ja, Kevin hat ja an Glaubwürdigkeit nicht dazu gewonnen. Nicht die letzten Jahre. Weißt du, und da macht er noch so. Ich hoffe, ey, Leute, bitte. Bitte. Wenn die Firma wirklich seriös ist und das wirklich geil rüberbringt und da wirklich ein gutes Dings ist, schadet sie sich eigentlich mit Kevin. Ich hab danach geguckt nach dieser Firma, weil Fire, jeder heißt Fire. Fire wäre Mann und Frau und Gender. Aber ich habe zu ihr nichts gefunden. Das ist schon mal sehr schlecht, wenn man eine Firma hat, die man nicht finden kann. Und wenn sie nicht verlinkt wird vom Werbepartner. Vom Werben. Ist richtig schlecht. Weil diese andere Firma hier, diese Herr irgendwas, ja, die findest du. Die hat auch, glaube ich, verlinkt. Seine Herr-Firma. Warte mal. Ja. Dass, wenn diese Fire eine Real Estate, also eine Firma, die sich mit Immobilien ja auseinandersetzt, und wenn man in Immobilien investieren möchte, braucht man auch ein bisschen Geld, und wenn man die Firma nicht findet, ist das schon sehr. Warte mal, ich guck nochmal durch, dass ich hier keine Scheiße erzähle. Alle Impf. Fire Token! Bild Fire Token. Das könnte was sein. Fire Token heißt die Firma. Ist das die? Hinter Fire. Ja, da ist das Logo oben. Ah, okay, wir haben sie doch Fire gefunden. Token. Ja, aber ich habe direkt nach Fire gesucht, Finanzblabla, und das habe ich nicht gefunden. Also jetzt mal Namen-Bashing mal nicht machen, aber wer nennt bitte Dubai, schon? United Arabische Emiraten. Ah, okay, ich das sagt muss schon alles. Aus. Okay, wir hören uns gar nicht an. Ich möchte mit diesen Firmen nichts zu tun haben. So. Ja. So, wir kommen jetzt nämlich, gehen wir jetzt nämlich weiter. Bei Kevin kriegt ja von Universum Boxing, oder wie das auch heißt, warte mal, wie ist das Universum Box? Ja, ich glaube schon. Das ist ja auch der Sponsor von Kevin, ja. Und ja. Wir hat sich nämlich was hier die Woche, nämlich etwas erörtert,
Das wahre Gesicht des lieben Christian Wolfs. Bin gespannt auf deine Antwort, Christian Wolf. Das Angebot mit Universum Boxing steht. Du Ehrenmann, Monotrition, Christian Wolf, Monotrition. Hashtags. Da war wieder was los. Aha. Da war wieder was los. Warte mal, ich muss ja trotzdem nochmal nachrecherchieren. Oh, nee, wir haben den Pedobart hier, das bin ich vorgesprungen. Egal, wir lassen es laufen. So, auf jeden Fall, das ist der gute Ben. Und der Ben, der hat Probleme mit dem Christian. Ja? So, wir hören jetzt mal rein. Wolf bedroht mich. Hätte mir vor 2 Jahren jemand gesagt, dass ich mal so ein Video aufnehme, hätte ich denjenigen ausgelacht und nach Hause geschickt. Ich hätte ihm gesagt, ey, Christian ist ein gerader Typ. Bisschen geht er an seine Grenzen, aber am Ende des Tages ist es ein gerader Junge. Ah. Leider musste ich gestern eines anderen belehrt werden. Ich muss kurz ein bisschen zurückrudern. Vor ungefähr 2 Jahren hat Christian mich nach Hamburg eingeladen, in eine Firma, für die ich später gearbeitet habe, die ich heute namentlich nicht nennen möchte. Hat dort ein paar Deals mit mir ausgehandelt, hat dort ein paar Athletenverträge mit mir ausgehandelt, hat mir das Werk gezeigt, hat mir die Abfüllanlagen gezeigt. Und im Zuge dieses Tages kam Christian auch auf mich zu und hat gesagt, ey, ich würde dir gerne auch einen Deal anbieten. Ich würde dir gerne prozentuale Beteiligung an allen Athleten geben, die du betreust. Dieses Gespräch ist heute ungefähr 2 Jahre her, etwas über 2 Jahre, und ich habe bis heute keinen Cent davon gesehen. Mein Anwalt hat im Zuge dessen dann die Firma, für die ich später gearbeitet habe, kontaktiert und hat gesagt, ey, es wurde damals das und das von Christian Wolf zugesagt, wollt ihr das nicht mal gerade machen? Und gestern kam dann die Antwort von der Firma, dass die von dieser Absprache nichts wussten. Ja, aber wenn er von der Firma in Hamburg, es gibt ja nicht so viele Proteinfirmen oder so, oder? Ja, ich weiß nicht, ob er bei einer Proteinfirma, aber es lässt sich schon ein bisschen darauf hinschließen, so. Ist ja auch egal, wir hören mal weiter rein. Auf jeden Fall soll es ein Deal gegeben haben, so ein mündliches Handshake mit dem Christian, ja? Ab und zu immer mal hier rein. So. Und jetzt zeigt er halt die Chatverläufe, das muss jetzt nicht sein, aber na gut. Er hat ziemlich klar gemacht, dass er gar keinen Bock hat, sich mit diesem Zeug auseinanderzusetzen und hat gesagt, dass wenn ich doch aber klagen möchte, mir ja auch bewusst sein muss, was mit Leuten wie Matthias Clemens oder anderen Charakteren aus der Sportszene passiert ist, die gegen ihn geklagt haben. Oh, mit Matthias Clemens, jetzt ziehen sie noch Matthias Clemens mit rein, ja? Na, das hört sich schon wieder an. Die würden bis heute noch zahlen. Also, die würden heute noch zahlen, was ja schon mal gelogen ist vom Wolfi aus. Ich jedenfalls habe ihm dann nett nochmal darauf hingewiesen, was genau die Absprache war. Ich meine, Christian hat auch viel im Kopf, vielleicht hat er es einfach vergessen, was er mit mir abgesprochen hat vor 2 Jahren. Hab das alles nochmal nett niedergeschrieben, habe ihm sogar nochmal Zeugen benannt, die das bezeugen können und werden. Hab ihm dann auch nochmal nett gesagt, ey, du weißt, ich bin kein Matthias Clemens, ich glaube, du weißt ja so. Denke, du weißt, ich bin kein Quatscher. Ah, und dann sieht man, dass du ein Quatscher bist und keine Ahnung hast von der ganzen Szene. Und ab da, das Video kam mir schon vorher schon extrem cringe und so rüber. Und ab da hatte ich dann, am Anfang habe ich so ein bisschen mitgefühlt und dachte ich mir, boah, Alter, wie kann man denn so weit weg entfernt sein, dass man Clemens da mit reinzieht und das so sagt und dann nochmal schreit und nochmal Screenshots zeigt. Ah, er soll eigentlich froh sein, dass der Christian sich nicht dran erinnert hat, dass er irgendwie ihnen was geben sollte. Dass er da einfach raus ist, oder? Dass er seine Ruhe haben kann. Es ist übel komisch. Die Situation, wer ist dieser Mann überhaupt? Ist der ein Manager? Betreut der Athleten? Was hat der überhaupt mit Christian Wolf zu tun? Das erschließt sich mir auch nicht. Das Problem ist, wenn es wahr ist, wenn es jetzt nicht irgendein, was man bei gewissen Menschen ja nicht weiß, Videos mache und eine Story hinstelle, um jemanden schlecht dastehen zu lassen, die Person mit die beiden nichts zu tun hat, ne? Könnte man ja so denken. Also das denke ich mir gerade, what the fuck? Was hat jetzt der Herr Clemens damit zu tun? Ja, einfach so nochmal so, hey, ich bin nicht der Clemens, du kannst hier nicht machen, was du willst, aber. Ja, entweder ist es so ein gefakter Seitenhieb, weißt du, ich meine? Also, dass die Story erfunden ist und das so. Nee, glaube ich nicht. Oder. Wenn die Story wirklich echt ist und der Textverlauf echt ist, dann denke ich mir so, ja, du hast Arschkarte, mündliche Verträge sind in Deutschland ein Scheiß wert, wenn du nicht einen Zeugen hast. Ja, hat er ja gemeint. Aber er stellt sich halt so dar, dass er ganz normal mit ihm geredet und geschrieben. Aber wenn du dann die Nachrichten liest, denkst du dir auch wieder, ey, was irgendwas. Und warum macht er jetzt ein Instagram-Video, wenn er ihn ja indirekt droht? Ja, dann fahr doch zu ihm hin, hol dir dein Geld und seh, was du davon hast. So.
Ja gut, den Leuten kannst du nicht fahren, da gibt's direkt. Und was hat Universum jetzt damit zu tun? Ja, wartet doch. Zwischen mir und meiner alten Firma noch zu klären, sorry, hat mein Anwalt gerade. Ich möchte jetzt gerade nur das klären, was zwischen dir und mir zu klären ist. Ach ja, hier steht Vayu. Hier unten steht oder Vayu. Ah, kann auch ESN. Naja gut, das ist auf jeden Fall was Proteinisches. Und mir zu klären ist. Im Zuge dessen schreibt der liebe Christian mir dann scheinbar ziemlich erbost, du bist nicht der Einzige, der gute Freunde hat. Würde vorschlagen, du drohst mir nicht und ich versuche zu vermitteln. Lieber Christian, der Einzige, der hier gerade droht, bist du. Du drohst mir mit Freunden. Aber so funktioniert eure ganze Maschinerie. Wenn man nicht nach eurer Pfeife tanzt, werden Klagen angedroht, wird mit Anwälten gedroht, werden runde Summen in den Raum geworfen, wird gedroht mit übler Nachrede. Und wenn scheinbar gar nichts geht, dann droht man neuerdings mit Freunden. Machen alle. Ich mache das hier ganz bewusst heute öffentlich, damit die ganze Welt mal sieht, was du für ein Mensch bist. Du bedrohst Leute. Du, der sich doch in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich wurde von arabischen Großfamilien bedroht, ich wurde von Rockern bedroht, ich wurde von Schutzgeld abgerechnet. Ach, irgendwie glaube ich das alles nicht. Das ist einfach, das ist so ein Video, was du so geil zerpflücken kannst als Gegenpart, als Gegenüber. Ach. Ist nicht der Einzige, der gut auf. Nee, das wissen ich, so reflektierter Mensch hätte Clemens da auch nicht reingenommen oder allgemein so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich fühle das nicht. Ja, und er fordert ihn heraus zum Boxen. Und dass sie das dann spenden, so. Ja gut, ja. Da weiß wohl jeder, der zwei Gehirnzellen hat, da wird nichts passieren. Das ist der Herr Wolf, der wird sich darauf nicht einlassen. Wollte ich auch nicht, ganz so ehrlich. Ah, es ist schwierig halt. Es ist. Also die Blöße wird er sich nicht geben. Warum? Hat er nicht nötig. Hier, du hattest eine Absprache mit mir, Beteiligung an Athleten, die ich betreue. Also die Athleten, die er betreut, kriegt eine Beteiligung, die dann mit Moore oder so dann halt connecten. Ja. Davon habe ich nie einen Cent gesehen, selbst und wissen das, also die zwei Leute hier. Dass ich kein Clemens bin, solltest du selbst am besten wissen. Was ist die Alternative? Ich komme zu dir nach Zypern, ich komme zu dir nach München. Und dann ist das Geheule groß. Verhalte dich einfach gerade und gut ist. Ich finde das schon mehr als Drohung. Guck mal, das hat der nette Typ aus den Insights hier geschrieben, den wir die ganze Zeit reden gehört haben. Was ist die Alternative? Ich komme zu dir nach Zypern? Ich komme zu dir nach München? Okay, da kann man ja sagen, okay, quatschen. Aber, und dann ist das Geheule groß, Punkt, Punkt, Punkt. Das sehe ich mehr als eine Drohung an, als was Wolfi da antwortet halt da drauf. Weißt du nochmal so? Ich muss also ihn leider in den Schutz nehmen. Also was heißt leider? Ich muss ihn halt recht zu sprechen. Also okay, dann kommen halt meine Freunde mit. Ich genau also so, ja? So wie das geschrieben ist, würde ich es auch als Drohung auffassen. Okay, ja. du willst Geld von mir haben für Athleten, die du uns gebracht hast. So verstehe ich das jetzt. Ja. So, dann denke ich mir als schlauer Mensch, du hast Leute zu einer Firma gebracht, die jetzt Athletenverträge da haben. Warum hast du mit den Athleten nicht vorher einen Managervertrag? So, ihr kriegt von der das Firma. Ja, das ist ja dahingestellt, dass das Kind ja, genau. ist schon in den Bach geflossen. Gut. Aber das ist ja schon mal abgesehen. Ja. Da hast du recht. Also so wie er das geschrieben hat, würde ich das als Firmenchef, wie auch immer, als Drohung auffassen und sagen, okay, du drohst mir gerade, so, du willst Geld von mir haben, ich sehe es nicht ein, dass du Geld von mir kriegst. Das ist ja eigentlich die Antwort von Herrn Wolf. So, du drohst mir, also ja gut, wir können uns treffen, dann bringe ich auch ein paar Freunde mit, so, ja. Kein Ding. Ich finde das einfach, also, das, ja, die Antwort drauf finde ich einfach, die ist halt rausprovoziert und ja. Ja, klar. Ja, natürlich. Deswegen, ja, also das kannst du so geil zerficken, das Video. Also die beiden nehmen sich da nichts, also. Ja, aber, ja, natürlich, aber ich sag's mal so, wenn du vorher sagst, ich komm da und da, dann sag ich halt, nun gut, dann kommen meine Freunde mit. Ist doch okay. Sei da einfach eben so, und ist eine Trotzantwort, ja, ist doch okay, scheiß drauf, Punkt, beendet. Und er kann dann Anwalt nehmen, da wird nichts dabei rumkommen, gar nichts. Also er wird keinen Cent sehen, er wird wahrscheinlich mehr Geld investieren müssen in einem Anwalt, als er überhaupt rauskriegt, nämlich nichts. Wer liked denn überhaupt sowas? Weiß ich nicht. Naja. Ich hatte es auch runtergeschrieben, habe sogar 5 Herzchen bekommen. Der Herr sagt mir jetzt auch gar nichts. Oh, noch nie gesehen. Berlin, Vorsicht. Du. Naja. Berlin. Aber Universum Box Boxen? Ja, vielleicht ist er ein Boxer, der Dude. Ach ja, naja, das wird ausgerichtet von
Ah, hier, Kevin. Da boxt der Kevin dann mit. Ah, ja, das ist alles ineinander. Da war Kevin. Warte mal. Ja, Uni. Alter, was alle für Themen miteinander verwandt sind. Das ist so krass. Du kennst dich ein bisschen mit Protein aus. Recherchierst du mal ein paar Sachen und dann siehst du, was alles, die ganze Bubble, die ineinander reinstürzt, ist einfach nur krass, wie das connected ist miteinander. Kommst du als Normaler gar nicht so mit, wenn du das nicht so schaust. Also ich hätte mir gedacht, so wie der aussieht, dass der vielleicht so im MMA-Sport irgendwie zu Hause wäre, weißt du? Fighter-mäßig oder so. Er ist halt so ein Vermittler und so. Ich denke schon, dass er so ein Fighter ist, dass er sowas damit zu tun hat. Weißt du? Aber so wie er sich dargestellt hat im Internet, das ist halt. Mir kam es halt gleich am Anfang wirklich so ein bisschen komisch vor, so gedacht, was erzählt er so? Was hat er geschrieben? So gleich geguckt, nach ein paar Minuten, ich so, Dann noch weißt mit Matthias Clemens-Vorwurf. Okay, kann sein, dass es Leute gibt, die sich mit Matthias Clemens dann nicht verstehen. Aber dann ist okay. Aber dann noch so, ja, hey, ich hab da hingeschissen und ja. Ich glaube, warum er das online jetzt dieses Video hochgeladen hat und auch gemacht ist, ich glaube wirklich, er hat sich wirklich mit einem Anwalt beraten, der wird ihm gesagt haben, wissen Sie was, die Erfolgschancen sind so gering, machen Sie mal lieber nichts, das kostet Sie nur Geld, dass es jetzt sein letztes Mittel ist, da vielleicht noch was doch trotzdem noch zu kriegen und jetzt mit Universum das Ding, weil die sind ja neuerdings bekannt, dass sie so Events machen. Ja, gut, vielleicht. Das denke ich nicht. Das denkt einfach, komm, ich habe da meine Plattform bei Universe Boxing oder Universum Boxing und komm, warum nehme ich es nicht gleich mit? Also so denke ich das schon, ist das so gelaufen, hat er sich da gedacht. Da denke ich nicht, dass er sich irgendwie kalkuliert. Also davon, nee, die Chance ist sehr gering. Nee, glaube ich, nein, niemals. Meinst du nicht? Nee, das unterstelle ich ihn auf keinen Fall. Aber dann so machen, hey, guck mal, du bedrohst mich, dabei habe ich damit so ein bisschen angefangen mit meinen, ich besuche dich da und da und dann, Punkt, sowas. Das ist wieder Täter, Opfer, was weiß ich. Also das ist außerdem, also so ein Video online zu hauen, jeder Anwalt, der kein Geld einfach so von dir will und dich auspresst, würde sagen, nee, lad das nicht hoch. Wenn es überhaupt abgenommen wurde, weiß ich nicht. Weil das macht nämlich die Verhandlung auch schwieriger. Ein Anwalt würde nie dazu raten, dass er nimmt das ab. Dann nimmt das ab. Aber das hat kein Anwalt abgenommen. Vor allem die Screenshots reinzuhauen. Das ist. Ja, okay. Nee, ich. Wissen noch was zum Boxing oder ist scheiße? Wir haben noch ein paar Themen, also Pixel, wir sind heute voll am Flieg. Sehr gut. Nee, du kannst auch. Willst du noch was sagen zum Boxen? Nur, dass ich meinte, der Anwalt hat zu ihm gesagt, so, sie werden damit nicht gewinnen. Und er das Video so eigenständig gemacht hat, nichts mit der Beratung vom Anwalt oder so. Also Anwalt war da komplett außen vor. Aber ich glaube, das mit dem Anwalt läuft mit seiner alten Firma irgendwie, wo er war. Mag sein. Es ist ja undurchsichtig, aber das ist halt so. Aber wenn keine Verträge geschrieben worden sind, dann ist heutzutage nichts wert, wenn du keinen Zeugen hast. Und selbst dann ist es schwierig, weißt du? So, pass auf. Und wir sind ja vorhin von. Oh, jetzt habe ich das Kevin-Wolter-Ding weggemacht. Scheiße. Wir haben ja. Kevin haben wir euch ja erzählt. Er ist ja in seinen 30ern. Er hat sich ja tätowieren lassen. Erst vor kurzem komplett. Und er hatte ja diesen 80er-Jahre-Bart. Ja? Oh, weißt du, wer auch so einen 80er-Jahre-Bart jetzt hat auf einmal? Pascal Suhr. Mir wurde letzte Woche oder was weiß ich, warte mal, wir machen mal schöne Aufnahmen, dass man den Pascal so schön sieht. Mir wurde vor 2 Wochen geschrieben, ich soll mir mal bitte Pascal anschauen in seinem Werdegang, was ist mit ihm passiert, dieser tätowierte Trittbrettfahrer. So, ja, Trittbrettfahrer nicht, das sag ich jetzt mal so. Tretbrettäter heißt es eigentlich bei uns, weil Tätowierer sind Trittbrett-Treter. Trittbrett-Täter, also sind Leute, das sind die Trittbrett-Täter, es gibt eine neue Definierung, sind die Ü-30-Jährigen, die Midlife-Crisis sind, die vorher nicht tätowiert waren und sich jetzt tätowieren lassen. Und ein 80er-Jahre-Bart, oder? Ja? Ich liebe Pascal so, ich liebe ihn, das ist Sarkasmus, das ist Spott und Hohn und Satire, ich liebe Pascal, aber das ist halt, dieser Bart, ich möchte nicht, dass du auf dem Kinderspielplatz sitzt. Ich möchte dich da nicht sehen. Ich mag dich, ich schätze dich sehr, aber ich möchte nicht, dass du dich da rumtreibst. Mit dem Bart. Ich finde, der Bart steht ihm gar nicht. Oh Mann, jetzt zerstört mal Pascal so seine Psyche. Oh Mann. Aber es ist einfach, es ist von einem Taubenfreund zu einem Freund halt. Einfach nur ehrlich. Pascal, bitte rasiert dir das Ding ab.
ich zerstöre doch niemandem Psyche. Man kann auch sagen, ob das ihm steht oder nicht. Und ich als außenstehende Person finde, nee. Als spielt auch noch ich, Actionfiguren. Da finde ich Tetzels Bart hier stärker. Asozial und nicht gepflegt finde ich auch geiler. Hast du recht mit Tetzel sein Bart. Ja, Tetzel steht das. Nee, der ist gepflegt. Oh, naja. Naja, gut, er hat diese Konturen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich stehe nicht auf Bartfuchs an der Frauenbrust. Stehe ich. Bei Pascal so ein 7-Tage-Bart. Ja, aber nicht so ein Pornobalken. Weißt du, er sieht aus wie so amerikanische Bangpeeps. Weißt du, ich meine. Oh, er sieht aus Videos. Wie der eine Assi von New Kids hier mit diesem Bart. Der diesen blonden Bart hat, aber nicht ganz. Ja. Ey, Pascal, setz dir bitte noch so eine Perücke auf. Oh, ich liebe dich trotzdem. Jetzt sehe ich eigentlich, dass die Mikrofone erstmal an ihrem Spielzeug dran ist. Hier. Ah, an diesen Actionfiguren. Oh, Pascal. Ja, nee, das muss man jetzt Pascal mal kurz ranten, oder? So, hier sieht man Pascal, das hat mir mein Tattoo für 1.800 Euro. Wenn Ron Bilecki vorbeikommt, der pisst ein und ein Viertel mal und dann hast du das Geld drin. Lass dir das nächste Mal auf den Arm pissen. So, 1.800. Da sieht man das. Dieser Bart. Hübsch, geiles Sau, Pascal. Ich will ein Date mit dir. Geiler Typ, geile Ratte. Komm her, Pascal, geh mit mir auf ein Date. Aber nicht mit diesem Bart, Pascal. Mit diesem Bart möchte ich dich nicht am Kinderspielplatz sehen. Ja? Dieser Bart nicht am Kinderspielplatz. Dieser Bart willkommen am Kinderspielplatz. Ja? Also, das zu verstehen. Gut, aber bitte verdeck noch die Tattoos. Die Kinder haben nicht Angst. Nein, Quatsch. Aber hat sich Pascal halt nicht lumpen lassen, hat sich halt die Bude voll ballern lassen. Das sind schöne Tattoos. Aber ich finde halt den Leuten, die dann im späteren, höheren Alter, wo sie Erde im Kofferraum haben, anfangen, sich tätowieren zu lassen, sieht man es aber an. Weil die Tattoos noch nicht so verwaschen sind und so alt. Meins ist schon ein bisschen, ja. Ja, du bist auch alt. Unscharf geworden. Ja, ja, das sieht man an, dass du das Ding schon seit Jahren trägst und dann halt nicht merkst, das Trittbrett. Ja, Pascal ist ein Trittbrett-Täter. Tätowierter, Entschuldigung. So, und was passiert nämlich, wenn man tätowiert ist und so? Erstmal wechselt man seine Religion. Guck mal, Pascal hat jetzt hier so ein Poncho an. Ich glaube, Mexikaner oder so ist er jetzt geworden. Na, aber ein Tattoo, sagt er, hat Pascal sich stechen lassen. Das hat eine familiäre Bedeutung, ja. Also, oder zwei vielleicht sogar. Oh, Pascal ist ja überall voll. Und aber, ich meinte jetzt voll mit Tattoos, nicht auf Stoff. Sowas meinte ich jetzt nicht. Nee, bei Pascal glaube ich es auch nicht. Also, nicht, dass er jetzt immer wieder den Mund in den Darm umlegt. So, komm, wir hören mal rein. Poncho ist wieder da. Ist nämlich eigentlich viel zu kalt für nur im Jersey. Aber wenn ich noch den Hoodie da drunter habe, beim Sumo-Heben, das... Weißt du, warum man das macht? Warum man sich dann nochmal... Bei Pascal hat jetzt eine kurze Pause, er ist gerade in einer Trainingssession und nimmt man zwischendurch auf. Also so denke ich, macht er das. Mhm. Dass du nicht kalt wirst. Weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn du kalt wirst beim Sport. Deswegen, ja. Macht Sinn, ja. Ja, pass auf. Aber da Pascal ja ein Trittbrett-Tätowierter ist, ja, und die Leute das gemerkt haben, dass er erst seit neuestem sich das einfach aus dem Trend stechen lässt, haben sie ihn ein paar Gewichtsplatten geklaut. Ich verstehe das. Komm mal. Das funktioniert nicht richtig einfach. Ich brauche die Arme ganz nah am Körper und da ist ja dann trotzdem so 2 Zentimeter Stoff oder so dazwischen. Und dann der Gürtel sitzt auch nicht so richtig. Deswegen habe ich den Hoodie wieder ausgezogen. Naja, Topsatz im Hebenband 260, also unterer Bereich von meiner Spanne für 3. At 5 war akkurat. Ach ja, was ich noch vorher sagen wollte, weil Pascal, guck mal, achtet mal ganz kurz darauf, müsst ihr euch anschauen, wie Pascal sein Gesicht und wie er nach vorne wippt. Ich sag dazu nichts. 60, also unterer Bereich von meiner Spanne für 3. At 5 war akkurat. Hat er gerade geschissen? Hat er gerade einen abgedrückt, der Pascal? Warte mal, wo haben wir denn den Furz? Ah, okay, Pascal hat einen abgedrückt. Warte, ich versuche mal, das wieder so einzuspielen, dass wir das direkt in Lifetime furzen. Moment. Ja, wir machen das mal hier groß. Pascal hat bestimmt auch groß gemacht. Hihi. So. Bei At 5 war akkurat. Ah, will auch nicht zu schwer reinstarten wieder. Und okay. 2 Wochen nicht trainiert hat. Ja, Heben war jetzt ganz angenehm. Jetzt kommt Bankdrücken, Tempo-Bankdrücken. Mir ist aufgefallen, dass mir von den schwarzen Platten ein, 2 Platten fehlen. Ich habe normalerweise genau so viel, dass ich 335. Ja, da haben die den Drittbrett-Tätowierten, haben sie den Platten geklaut. Ist zu Recht, oder?
Pixel? Okay, sind da welche eingebrochen, die haben ihm seine Platten geklaut? Ja, weil er tätowiert ist. Weil es diesen neuen Modetrend da gibt. Und die wussten schon, dass er für eine Modesünde bezahlen muss. Weil das war vor 2 Monaten, ja. Und sein aktuelles Triebtäter-Bart-Video ist vor 10 Tagen oder so rausgekommen, ja. Die wussten quasi, wir klauen die Platten erstmal, weil er tätowiert ist, jetzt neuerdings Drittbrett tätowiert ist und weil er so ein Modeschundluder ist mit seinem Bart. Vielleicht hat er auch nur eine Wette verloren wegen seinem Bart. Vielleicht hat er auch nur eine Wette verloren und hat sich komplett tätowieren lassen, du hast recht. Entschuldigung, Pascal. Entschuldigung. Pascal, bitte, ich möchte da eine Stellungnahme dazu. Wie gesagt, dieser Bart bitte nicht auf den Kinderspielplatz. Dieser Bart, willkommen auf den Kinderspielplatz. So, ich liebe meinen Pascal so. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Oh nee. Stell dir vor, jemand lädt ein Video Entschuldigung. Von dir hoch. So, Entschuldigung, das sollte jetzt nicht in die Show kommen. Ja, ich liebe meinen Pascal so. Ich muss mal wieder runterogern. Hier, gibt's auch ein Like. Warte mal, dafür gibt's ein Like. Das ist ein schönes Gesicht. Habe ich sogar schon geliked, schon vor 10 Monaten. Bin ich nicht cool? Ah, Pascal, bei diesem Bart. Naja. Hier, ich habe vor 2 Stunden, hatte ich schon drunter geschrieben, ich mag deinen Gavin Winkler-Bart, mein Täubchen. Ist er da Gavin Winkler? Wollen wir zur Vervollständigung uns nochmal Gavin Winklers Bart angucken? Wollen wir nochmal raussuchen? Wir können ja einen Bartvergleich machen. Kevin Winkler. Es ist kein Abschied für immer. Warte mal. Oh, hier gab es sogar eine Reaction. Warte mal, hier muss ich mal wieder zurückgehen. Sonst haben wir den Bartvergleich nicht. Hier hat er ihn. Da hat er ihn. Es tut mir wahnsinnig leid. Tut mir auch leid, Kevin, dass ich dir hier immer auf dich rumhacke. Es tut mir übel leid. Warte. Naja, doch, Kevin. Also, Kevin steht das Ding, oder? Vielleicht haben wir den nochmal ein bisschen mehr in der Mitte hier, den Bart. Das stimmt. Also, ja, ihn sieht es nicht so unvorteilhaft aus. Ich will halt nicht sagen, dass so ein Bart bei manchen. Ach, das kann ich nicht sagen. Das ist zu gemein. Das ist zwar die Wahrheit, aber ich kann es nicht sagen. Okay, anderen Gesichtern steht das Ding besser. So. Also das ist Kevin, sein Bart. Und warte, wir brauchen nochmal einen Pascal. Oder hat wie heißt denn das? Trackerfotze? Wie sagt man denn dazu? Ich kenne ihn nur als Pornobalken, aber. Ich weiß es nicht. Er sieht aber bei ihm aus. Naja, bei ihm sieht der Bart aus wie von, ich sag mal so 90er, 80er Pornodarsteller, die dann so einen Bart hatten. So diese typischen amerikanischen, weißt du? So. Meinst du, Pascal bummst im Internet? Willst du denen sowas unterstellen? Nein. Was? Oh ne, komm, wir hören jetzt auf. Ey, Pascal wird nie wieder mit uns reden. Ich hab dich lieb, mein Täubchen. So, wir gehen weiter. Was haben wir denn überhaupt noch hier? Und, oh, Kevin, guck mal, Kevin. Ich will nur sagen, so ein Bart sieht halt, dieser Bart passt halt zu diesen Menschen. So. Ach, ist mir egal. So, komm. Hübsch. Haben wir noch irgendwas für heute? Ah, nö, das nehmen wir in die nächste Show mit rein. Irgendwelche Verrückten. Ach, Simon Teichmann lag irgendwie im Krankenhaus. Das nehmen wir vielleicht auch irgendwann mit rein. Oh, nö. Nö, ich bin eigentlich zufrieden für heute. Vielleicht haben wir noch ein paar TikToks. Oh nee, es gibt nur noch bekloppte TikTok. Pixel machen eine Überleitung. Ich suche jetzt TikToks. Oh, da habe ich dicke Brüste gesehen. Worüber eine Überleitung? Ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Es ist mir doch scheißegal. Mach einfach eine vegane Überleitung. Da stand's veganes Hack von Markus Röhr. Habe ich dir jetzt was gegeben? Nee, ich guck gerade noch die TikToks, die ich noch hatte. Oh ja. Solange es Ja, nee, ich war gerade raus. Okay, Entschuldigung. Solange es biologisch abbaubar ist, das vegane Hack, ne? Kommt keine Gülle hinten raus. War eine scheiß Überleitung. So, komm, wir waren ja eben bei Pascal Su, ja? Und Pascal ist ja mein Täubchen, weil er immer so eine Taubenbeutbeuge macht und nickt da immer so nach vorne, wenn er Kniebeugen macht. Finde ich immer übelst süß von ihm, dass er das immer macht. Ihm ist es auch sehr stark aufgefallen, dass ich darüber ab und an mal immer geredet habe. Gefällt mir, Pascal, mach weiter so, mein Täubchen. So, und jetzt sieht man hier halt, wie die Täubchen-Gang, also ich vermute, dass es die Gang von Pascal Su ist. Das ist nämlich die Gang, die Leute, die schlecht über Pascal im Internet reden, was wir zum Glück nicht gemacht haben, vor die Bahn schubst. Die Täubchen-Boss-Bitch-Bam-Gang.
Guck mal uns mal an, was die macht. Da. Die Pascal Täubchen Bang Bamama Rang Bang Gang, ja, schubt kleine andere Täubchen vor den Zug. Bamama Rang Rang Rang. Ich hoffe, dem Vogel ist nichts passiert. Ich möchte da auch eine Stellungnahme zu diesem Täubchen Gang Video von Pascal so haben, bitte. Schreibt bitte Pascal ein, er soll sich das anschauen. Ansonsten schreibe ich einfach rein. Nee, wir müssen mal wieder reinschreiben. Pascal, so, was schreibt man denn rein? Was schreibt man denn rein? Pascal, so, Pascal muss das ja auch schauen. Die müssen wir ja, warte mal, wir hatten ganz, ganz viele lustige Themen. Wir hatten Pascal, so, wir hatten Kevin. Das ist eigentlich gemein von uns, dass wir Pascal, so, in die Show nehmen, wo Kevin, wo der Chill von RTG ist, wo ein Wolf drinne ist. Oh, ist das gemein. Und wo eine Veganerin, die Militante drinne ist. Und noch Ron. Oh, oh, Pascal, nimm's nicht persönlich. Du bist auf jeden Fall nicht so einer. Guter. Man muss ja von den ganzen Negativbeispielen ja auch mal ein Positivbeispiel zeigen. Ja, das sind ja keine Negativbeispiele. Das sind einfach Menschen, die in ihrem Leben leben. So. Warte, wir brauchen noch Pascal so. Warte, muss ich das Mikrofon ein Stück rüber machen? Ich wollte damit gerade sagen, Pascal ist ein Positivbeispiel zu den anderen Negativbeispielen. Warte, ich muss noch posen. Mach ich mir da Tattoos drauf, oder? Ich weiß noch nicht, was ich für ein Posting mache. Warte, ich bin mit Pascal. muss ich böse gucken? Okay, ich glaube, ich habe die Postings. So, dann mache ich irgendwas mit Pascal. Und der Bart darf nicht fehlen. Soll ich mir einen hässlichen Bart draufsetzen? Ach ja, wir werden es sehen. Irgendwas mit Pascal. Ich nenne die Show irgendwas mit Pascal so. Tätowiert. Ist man einmal tätowiert, lebt es sich ungeniert. Hm. So, Pixel, zockt man noch irgendwas? Ich weiß nicht. Worauf hätten Sie denn Lust? Oh, ich weiß, ich habe kein Multiplayer-Spiel. Ich spiele aber alleine. Ich bin einsam. Da muss ich mal hier den Chill anrufen, weil ich einsam bin. Vielleicht kann der mir helfen mit so einer Abo. Nee, keine Ahnung. Ja, Leute, wie gesagt, die ganze Verlinkung funktioniert wieder. Ist wieder alles ordentlich. Ihr könnt auf Discord kommen. Da wird sich Pixel um euch kümmern. Ich bin auf Twitch, ist auch nochmal neu verlinkt worden. Unter den Videos war es immer richtig, aber auf dem Werbebanner war es irgendwie nicht richtig. Ist egal, funktioniert jetzt alles. Schaut auf TikTok vorbei. Da gibt es nochmal mehr Ausschnitte nochmal von der YouTube-Show, nochmal lustige Sachen. Ich bedanke mich schon mal für dieses Jahr, würde ich sagen. Wir sehen uns bis nächste Woche, oder? Pixel, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay, wir sind raus. Oh, 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 oh